Seit vielen Jahren stand das Haus Gärtnerstraße 1 leer, die Fahrschule war ausgezogen und die Kneipe Turnerklause war pleite. Weil sich aber seit einiger Zeit der Buckauer Engpass mehr und mehr wiederbelebt, wurde auch die Gärtnerstraße 1 wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Ateliers, liebenswerte Läden und Galerien haben sich in den engen Gassen rund um den Engpass angesiedelt. Das einstige Industriequartier ist zum Montmartre Magdeburgs geworden. Nirgends ist Kunst so lebendig wie hier. Nun wurde wieder eine neue Idee geboren. Der erst kürzlich gegründete Verein Buckauer Art startete in der Gärtnerstraße 1 das Projekt Kunst Turner Weiß, das den Stadtteil quasi selbst zum Kunstobjekt macht. Kunst Turner Weiß, was verbirgt sich dahinter? Da verbirgt sich, dass wir für den Stadtteil Buckau ca. 21 Künstler zusammengetrommelt haben, die sich mit Buckau, mit dem Stadtteil, auseinandergesetzt haben, Geschichte, künstlerisch, ja, alles das, was ihnen eigentlich angefallen ist zum Thema Buckau. Ja, der Verein hat sich im Januar 2012 gegründet und schon zu dem Zweck, Buckau sozusagen mit Kunst und Kultur wieder mehr in das Zentrum auch der Stadt zu rücken und zu beleben. Und die erste Aktion ist jetzt der Kunstturner Weiß. Verbergen tun sich dahinter Buckauer Anwohner. Also es sind im Moment noch die neuen Gründungsmitglieder. Das sind größtenteils Anwohner aus dem Engpass und aus dem näheren Umfeld Buckhaus, die aber nicht unbedingt mit Kunst und Kultur alle zu tun haben, sondern einfach interessiert daran sind, den Stadtteil zu beleben. Mich hat der Buckauer ATV gefragt, ob ich Lust hätte, das zu kuratieren. Und das habe ich super gerne gemacht, weil ich festgestellt habe, dass hier ganz engagierte Leute sind, die gerne in dem Stadtteil leben und die wirklich was unternehmen wollen. Und wir wollten eben Buckauer Künstler ansprechen, die hier ihre Ateliers haben, aber auch Leute von außerhalb, die sympathisieren mit diesem Buckauer Kiez und diesem Künstlerviertel, was hier im Entstehen ist. Und so haben wir eben auch einen Schweizer dabei und eine spanische Künstlerin und einen Fotografen aus Berlin, der Buckauer Ansichten zeigt, und auch jemanden aus Halle. Ja, also wir werden jeden Sonnabend Live-Musik haben auf dem Hof. Und wir werden am Freitag, den 27. April, eine Erzählerin haben, die sozusagen Märchen für Erwachsene erzählt. In einem selbstgestalteten, in einem Bühnenbild, was auch Teil der Ausstellung ist. Und wir werden jeden Sonntag zum Galeriepicknick einladen. Das heißt, ab 14 Uhr kann sich jeder sein Stück Kunstrasen nehmen und die Galerie sozusagen bei Kuchen und Kaffee erkunden. Die Galerie ist bis zum 12. Mai immer an den Wochenenden freitags und samstags ab 19 Uhr und sonntags ab 14 Uhr geöffnet. Im Seitenhaus gab es früher eine Kegelbahn und im mittlerweile abgerissenen Hinterhaus bis in die 60er Jahre einen Turnraum, den vor etwa 100 Jahren die Mitglieder des Buckower Männerturnvereins regelmäßig nutzten. Der Name des Kunstprojekts Kunstturner Weiß ist deshalb eine Reminiszenz an die früheren Buckower Turner und ihren Treffpunkt. Die Farbe Weiß steht für den Beginn einer Serie von Events und Projekten, die der Buckauer Art e.V. für die Zukunft plant. Am Eröffnungstag gab sich Martin Rühmann mit seiner Band die Ehre. Ja, das ist nicht unser erstes Konzert hier auf dem Hinterhof. Also wir haben hier schon etliche Hinterhofkonzerte veranstaltet. Und wir waren ja auch zu den Kinderkulturtagen hier, also zu den ganzen Veranstaltungen, die jetzt hier in den letzten Jahren auch schon in Buckau stattgefunden haben. Ja. Super Leute, super Kreativität, und darum sind wir auch hier. Das wird schon gut. Ja, wir freuen uns auch, wenn es ein bisschen dunkler ist, und dann gehen die ganzen Scheinwerfer hier noch an und so weiter. Wunderbar. Ja. Und man muss auch sagen, das Puppentheater mit ihren Veranstaltungen hier in Buckau, die haben auch unwahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich hier eben auch so viele Leute konzentriert haben, muss man wirklich sagen. Richtig aufstrebende Szene hier, kann man sagen. Auf jeden Fall, ja. Das ist hier alles einfach im Entstehen. Es ist alt, aus alt wird wieder neu gemacht. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Schaffensprozess einfach auch hier, ja, der hier stattfindet. Ist das Nest dir zu klein?
Auf den Lippen.